Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu Let's Play hier bei Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, wir machen natürlich direkt mal dort weiter, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind. Und natürlich erstmal ein Dankeschön an die vielen Zuschauer da draußen, die das ganze letzte Video fantastisch, wunderbar, positiv mit einem Like unterstützt haben. Ja, ihr könnt schon sehen, wir befinden uns diesmal auf einem anderen, nächsten, neuen, kalten Planeten. Das ist der Planet Illum und viele Star Wars Fans und auch Star Wars Fans wie ich wissen ja bereits, dass dieser Planet auch nicht neu ist, denn wir müssen einen neuen Lichtschwert bauen, beziehungsweise wir brauchen einen neuen Kristall und den bekommt man tatsächlich nur hier auf diesen eisigen Planeten. Es ist eine Weile her, aber ja, ich erinnere mich, jeder Jedi kommt als Kind her, also kam hierher. So, und laut Karte müssen wir dorthin. Alles klar. Oh Mann. Ziemlich stürmisch und auch irgendwie kalt hier. Das sieht wie ein Durchgang aus. Mit dem Eis passe ich auf. Okay, Moment, ey, hier kann ich nicht hochklettern. Ah, hier wahrscheinlich. Aber was ist denn hier? Ah, ich wollte schon sagen. Ich kann noch keinen Seitensprung machen. Schlimmste Blizzard meines Lebens. Der Sturm, der Tempel. Alles scheint miteinander verbunden. Das ist irgendwie schon ein sehr cooles Gefühl, dass wir so einfach schnell klettern können. Okay, ich sehe schon, wir kommen hier nicht weiter. Also, Seitenwechsel. Okay. Aber muss ich hier weiter hoch oder reicht es schon, wenn wir hier sind? Okay, da geht's rein. Okay, das ist wahrscheinlich der richtige Weg, aber ich würde gerne wissen... Was ist denn hier oben? Weil wir können ja noch nach oben klettern. Großer Jedi meditierte hier. Er kehrte an wichtige Orte zurück und sinnierte über seine Abenteuer und Prüfungen. Okay, da war jetzt noch ein Echo. Ah, hier ist sogar auch eine Kiste. Ja, das Blöde ist, da unser Lichtschwert kaputt ist, können wir leider das erstmal noch nicht machen. Nicht viel zu sehen, richtig? Aber was für eine Aussicht. Mein Gesicht wird taub. Ja, wir sollten mal besser reingehen. Das heißt, also den ganzen Weg wieder zurücklatschen oder zurückklettern. Guter Scan, BD. Okay, das ist anscheinend der Versammlungsraum. Und schon können wir durch. Er war früher wunderschön.
Wärme ist angenehm. Ja? Zeig mal. Okay, ich habe jetzt nicht verstanden, was BD1 gesagt hat, weil ich kann leider keine BD-Übersetzung. Ich höre nur piep-bup-bup-bup-bup-bup-bup-bup. Mehr nicht. Okay, wir können jetzt hier nach unten, aber hier ist auch noch etwas. Den Raum kenne ich. Meister Yoda schmolz die Tür und ließ uns in die Höhle. Nicht mit der Macht, mit dem Kristall. Das Licht ging hindurch und trug die Wärme. Ich wette, das können wir auch. Okay, ah, ich verstehe schon. Aber das Ding ist, ich muss es ja irgendwo befestigen. Aber da hat auch Kerl recht. Sowas kennt man auch aus der Serie Clone Wars. Da gab es ja halt so eine Episode, wo man halt sah, wie die Jünglinge quasi ihre Lichtschwertkristalle gefunden haben. Und das war eigentlich auch nicht so einfach. Der Kristall verstärkt die Wärme des Lichts draußen. Wir müssen ihn nur richtig positionieren und das Fenster gegenüber des Wasserfalls öffnen. Okay, ich sehe schon. Also muss ich doch hier irgendwas machen. Aber wie? Ah, Moment mal, ich kann hier nach unten. Das Blöde ist, ich kann das irgendwo nirgendwo dran befestigen. Okay, da habe ich jetzt ein Seil. Ach nee, das ist doch kein Seil. Okay, aber wo kann ich das denn befestigen? Irgendwie muss das doch machbar sein. Ah! Mal. Aha, Moment mal. Ich glaube, damit können wir das hier befestigen. Ja, das sieht schon mal gut aus. Ah, nee, das treffen wir nicht. Aber wahrscheinlich oben. Wenn ich überhaupt nach oben dran käme. Nope, aber dafür falle ich runter. Okay. Wie komme ich denn jetzt eigentlich hoch? Was hast du gefunden? Boah, so eine riese Jedi-Statue. Ah, Moment mal, hier kann ich wieder hochklettern. Okay, aber dann bin ich wieder hier. Okay, sehr nützlich. Ja, aber gut. Wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Oder Moment mal. Nee. Das funktioniert leider nicht. Wie soll ich denn jetzt hier hochkommen? Warte mal, warte mal. So, ich löse das nochmal. Dann kann ich hier noch ein bisschen hochschwingen. Nee, okay, das klappt nicht. Was ist das? Okay. Ich dachte, das wäre so eine Art Plattform. Aber nee, das ist dieses Schiebedings. Okay. Das ist jetzt mies. Rätselstunde. Oh Gott, ich will nicht wissen, wie lange ich dafür brauche. Also wenn es wirklich zu lang geht, oder zu lange dauert, dann würde ich natürlich so ein paar Aussehen oder Zwischensequenzen rausschneiden.
Warte mal. Was ist, wenn ich das platziere? Und den Kristall dann nach rechts bewege. Ah! Da sind wir jetzt ein Stückchen näher gekommen. Okay, das ist schon mal gut. Ja, ich lasse das erstmal dran. Okay. Ja, das ist ja auch noch so ein Kristall, aber den können wir ja nicht bewegen. Ja, das Ding ist, wo soll ich das denn platzieren? Das ist das Blöde daran. Oder? Moment mal, ich habe jetzt auch wieder eine Idee. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Ich probiere erstmal so. Wo ich komme da nicht wieder drüber. Das ist ja auch das Problem. Ich mache mir das eben halt so. So, mein Freund, du kommst hier hin. Dich platze ich so mit. Dann gehe ich wieder nach oben. Und öffne wieder das Fenster. Ah, leider nicht. Obwohl, ich habe eine Idee. Ah, das sieht schon mal besser aus. Aha, ausgetrickst. Geil. Ich würde mal sagen, Rätsel gelöst. War doch irgendwie nicht so schwer, wie ich dachte. Ich glaube, beim ersten Durchspielen habe ich echt so lange damit getan. Boah, nee. Das war schon heftig. Okay, dann Speicherpunkt, Speicherpunkt. Immer schön speichern, denn wir wollen natürlich nicht denselben Fehler machen, den wir schon mal hatten. Na, Fähigkeiten. Ich habe schon 3 Punkte. Was ist eigentlich das hier? Lichtschwertbeherrschung. Oh, Lichtschwertschanne. Das hört sich doch gut an. Boah, das muss doch bestimmt auch extrem kalt sein. Ah, hier haben wir eine Kiste. Ein bisschen Loot für mich. Und was bekomme ich? Ja, sehen wir es uns an. Ein neuer BD1-Skin. Auch so ein bisschen so mit Blau und Weiß. Boah, ich muss auch echt frieren wie eine Sau. Aber hier oben ist es eiskalt. Ich spüre ihn. Er ruft mich. Es ist nicht weit. Jedi können ihren Kalberkristall nicht wählen. Er wählt dich. Ja, so ähnlich wie du. Wow, 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 vorsichtig. Was ist ein BD1? Sehr gut. Geoden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie finde ich, die Eishöhle sieht schon wirklich sehr schön aus. Hoffentlich hält das. Oh Gott, bitte stürzt nicht ein, bitte stürzt nicht ein. Bloß nicht jetzt. Das wäre katastrophal.
Ach du meine Fresse. Der Ruf wird stärker. Beeilung. Okay, hier wieder Speicherpunkt. Und wieder raus. Okay, Moment mal, wo muss ich denn jetzt hier lang? Okay, in der Richtung. Aber Moment, das ist doch... Okay, können wir doch nicht. Ich dachte, man konnte dort rüberspringen, aber nee, die Entfernung ist zu groß. Das schafft Cal nie im Leben. Es sei denn, er hat ein Jetpack. Dann schafft er es. Das sind sie. Wir haben die uns gefunden. Ich wollte schon sagen, wie soll ich den bitteschön zerstören, aber durch die Macht geht alles. Ich habe zwar mein Lichtschwert verloren, aber ich habe immer noch meine Macht. Oh Gott. Zwei. Ach stimmt, ich kann jetzt auch diese Druiden hacken. In den Höhlen sind Suchdruiden. Die können uns doch keinen Tracker verpasst haben. Aber Triller hat schließlich auch deinen Funk gehackt. Chris und ich durchsuchen die Mantis. Danke. Ich komme, sobald ich meinen Kristall habe. Du bist angreifbar da draußen. Geh kein unnötiges Risiko ein. Okay, ich glaube, ich habe eine Abkürzung freigeschaltet oder einen Weg freigeschaltet, der mich nur zurückführt. Okay. Fühlt sich an, als wären überall Geister. Nein, geht das nicht. Es ist schwer hier zu sein. Danke dir. Naja, es gibt tatsächlich wirklich Geister in der Star Wars Welt. Ich meine, Machtgeister und wahrscheinlich auch andere Geister, die nicht durch die Macht sind, aber es gibt Geister in der Star Wars Welt. Das ist kein Joke. Okay, schaffe ich das? Ah, wie fies. Ah, so bekomme ich den. Oh, nein, du Vollidiot. Oh, jetzt muss ich den ganzen Shit nochmal machen. Och Mann, Cal. Spring doch mal vernünftig oder halte dich mal vernünftig fest. Boah, sowas ist wirklich ärgerlich. So, jetzt spring oder halte dich fest. Ja, na bitte, geht doch. Wo sahst du ihn zuletzt? Er wollte in die Höhlen. Ich habe ihn gehört, aber nicht gefunden. Ein verschwundener Jüngling. Das frage ich mich eigentlich auch, was passiert mit den Jünglingen, wenn die nicht rechtzeitig rauskommen? Weil es gab ja auch immer noch ein Zeitlimit. Wo müssen die jetzt eigentlich hin? Ich glaube, das führte mich nur zu diesem einen großen Echo. So, Moment mal, Karte... Okay, ich muss hier hin. Also hier war ich doch schon richtig. Okay, ich muss anscheinend hier nach oben. Ach hier. Was? Na, jetzt sehe ich. Hier kann man klettern. Sorry, mein Fehler. Hab's nicht wieder mal gesehen.
Ich sehe sein Licht. Okay. Ja, ich weiß, wir müssen hier hin, aber... Nee, ich dachte, da wäre hier wieder eine Kiste. Ja gut, dann springen wir mal runter. Nee, hier kann ich nicht durch. Nee, das heißt, ich muss wieder schwimmen. Aber es sieht auch verdammt ziemlich geil aus unterm Wasser. Das muss man echt loben. Hier durch. Das spüre ich. Wir sind fast draußen. Ich verspreche es. Bitte, komm bloß nicht näher! Bitte! Ja. Oh shit. Oh verdammt. Ich kann auch nicht schneller schwimmen. Aber ich sehe den Ausgang. Ich sehe den Ausgang. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Es ist vorbei. Wir sind gescheitert. Scheitern ist nicht das Ende, mein Freund. Es ist soweit. Wir sehen uns vielleicht zum letzten Mal. Ich spüre den Untergang des Ordens der Jedi nahen. Nein. Scheitern ist nicht das Ende. Es ist ein notwendiger Teil des Weges. Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind, weiterzukämpfen. Wie du, BD1. Du wirst jemanden finden, der ebenso mutig ist und hartnäckig wie du selbst.
Und du wirst ihm helfen. Genauso wie mir. Aber dein Speicher wird komplett gelöscht sein. Bist du sicher, dass du das willst? Leite komplette Speicherverschlüsselung ein. Nur durch eine Vertrauensverbindung wird dein Speicher wieder hergestellt. Ich glaube an dich. Das habe ich immer. Und ich glaube an den, den du auswählst, mich zu ersetzen. Leb wohl, alter Freund. Du hast für mich deine Erinnerung riskiert. Ja, ich glaube auch an dich, Kumpel. Du hast recht. Noch gibt's eine Chance. Es gibt immer eine Chance. Schon. Okay, krass, Leute. Ziemlich krass. Und dieser Moment, ich weiß, der ist jetzt richtig fies, aber den sparen wir erst in der nächsten Folge auf. Ja, ich bin jetzt so richtig fies und gemein und mache jetzt hier Schluss für heute, für die Folge, weil in der letzten Folge haben wir es noch ein bisschen überzogen, deswegen hat dieser Cliffhanger ein bisschen in der Folge richtig verdient. Okay, ansonsten hoffe ich mal, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da oder schreibt doch wenigstens was Nettes in den Kommentaren, das würde mich natürlich super duper freuen. Okay, Leute, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal hier bei Star Wars Jedi Fallen Order und möge die Macht natürlich mit euch sein. Tschüss!